Heute machen wir die Riders Republic Demo. Die habe ich schon runtergeladen. Ich durfte nämlich schon länger spielen. Der Closed Beta. Und heute. Nee. Am 25. ging es in die Open Beta. Seitdem darf jeder das Spiel spielen. Oh, die nehmen alle Snowboard. Ah ja, perfekt. Genau das wollte ich natürlich. So. Ja, Vierter. Ich bin Vierter. Damit kann ich leben bei Snowboard fahren. Skifahren. Man muss sich irgendwie immer porten, so gefühlt. Ich habe ein super cooles Schneemobil von Brett geschenkt bekommen. Das ist krass. Denn jetzt kommst du in verschneiten Umgebungen viel schneller den Berg hoch. Schön. Du kannst das jederzeit aus dem Sportartenrad ausrüsten, wenn du willst. Hört sich gut an. Hier unten. Das ist auch neu. Das gab es in Steep noch nicht. Steep ist sozusagen der Vorgänger. Weil da ging es auch schon so um Wintersport. Ich hätte gern das Radrennen. Das Radfahren hat mir gefallen. Welcome to Riders. Habe ich das abgeschlossen? Nebenziele. Erreiche die Top 3 der Sehenswürdigkeiten. Im Spiel. Okay, wir machen eine Schwierigkeitsgrad-Experte, das sehe ich mich. Ich glaube, das sind immer dann KI-Leute, gell? Nein, ich wollte. Oh. Ja, das Sprinten wurde mir irgendwie nicht angezeigt. Ja, perfekt, danke, Spiel. Man kann auch irgendwie die Kamera wechseln, fragt mich gerade nicht wie. Kann ich nochmal neu starten? Nein. Super, geht ja gut los. So, großartig. Das juckt nur niemanden hier. Achso, ich drücke ja auch, glaube ich. Ja, ich habe ja auch die falsche Taste die ganze Zeit gedrückt zum Sprinten. Kein Wunder, dass der nicht sprintet. Ach, ich bin so ein Held. Aber zumindest ist das schnell abgeschlossen, dieser Kurs. Ich muss die Top 3 erreichen, gell? Na gut. Willst du mich verarschen? So. Der kann schon nicht daneben laufen. Das ist das Gute bei meinen Einstellungen. Ich weiß auch nicht, wie vielte ich gerade bin. Der letzte, glaube ich, oder? Mehr als 6. Wirkt unrealistisch. Ja, die sind alle schon da. Na gut, das machen wir nochmal. So, den Tod nehme ich mit. 3 Sterne, die sack ich ein. Du wirst dich sicher freuen zu hören, dass es an der Zeit ist, ein ganz neues, cooles Level zu Riders Ride. Du hast freien Zugang zum Riders Ridge und hast die Eintrittskarte für den Multiplayer bekommen. Glückwunsch! Wow. Du bist mit deiner Crew oder such dir neue Freunde, ganz egal. Oh, der sucht dir neue Freunde. Okay, komm rüber und Suki wird dir alles erklären. Okay. Das wird genial. Suki, wo muss ich hin? Ich liebe diese Texte. Hey, willkommen zurück in der Riders Ridge. In der Republic geht es nicht immer nur um deine Karriere. Ich zeig dir mal, was für coole Sachen es sonst noch gibt. Das rockt. Das sind Leute. Der Massenstartrennen-Transitpunkt bringt dich direkt zu einem aktiven Live-Massenstartrennen. Um bei dem Wahnsinn mitzumischen, musst du schnell sein, also halte die Augen und Ohren offen, um keine Ankündigungen zu verpassen. Du kannst auch einen Blick auf die Tafel der Tagesbesten werfen. Vielleicht wird dein Name auch mal da oben stehen. Nö, ganz sicher nicht. Wann immer du in der Republic etwas schaffst, verdienst du Geld. Davon kannst du dir im Shop maßgeschneiderte Artikel kaufen. Das Creation Center ist ein aufregender Ort. Definitiv einer meiner Lieblingsorte im Ridge.
Hier findest du einige der am besten bewerteten Inhalte von anderen Athleten in der Republic. Du findest natürlich auch alles, was du mit anderen teilst. Wenn du eine neue Sportart freischaltest, kannst du hier deine Moves perfektionieren. Nur mal so. Du musst Tricks im manuellen Modus schaffen, um die maximale Punktzahl abzuräumen. Das weiß ich, aber ich nehme lieber ein paar weniger mit und dafür nehme ich die ein paar weniger auch. Oh, Fallschirm ist auch noch geil, stimmt. Das ist die Republic. Ich frage mich, ob man noch die anderen Sportarten freischalten kann. Weil da kommt... Es gibt Tiere. Wo ist der hin? Oder nicht? Achso, wie ist denn das eigentlich für die Bitrate? Ja, erstmal am Baum gestorben. Dieses kleine Büschchen wäre härter als er. So, passt auf, wir machen... Okay, wir kriegen 6 Punkte, wenn wir es unter 1... So renne ich auch immer in meiner Freizeit rum. Wussten viele nicht. Aber ich renne da als Dino tatsächlich rum. Alter, ist der Pfad kurz. Wie kurz willst du... Wie kurz sollte der Pfad sein? Ja. So, jetzt haben wir mal... was Dickeres unter dem Boden. Das könnte man... Ach, egal. Ich sag gar nichts dazu. Ich bin nämlich clever. So. Oh, kann ich hier einen Stunt machen? Ich hätte es lassen sollen. Ah, wobei. Geht noch. Kollateralschaden. 50% und wir haben auch 50% der Zeit rum. So, ich kann mal sprinten. Wir hatten aber einen Unfall. Also, beziehungsweise an der einen Stelle waren wir ja gehangen. So, oh, bitte, bitte, bitte. Nein, mach doch nicht noch einen. Ja, das war... Dass das dumm war, hätte ich dir auch gleich sagen können. Aber ich glaube, die Route ist ganz machbar eigentlich. Das hier wird noch ziemlich häufig gespielt. Gewinne ohne zu bremsen. Ich muss mal kurz, was ist bremsen? Was ist bremsen? Ja, das frage ich mich häufiger. Oh, das sollte ich. Ja. Ey, das war cool in der Luft. Ja, komm, man kommt auch so schnell voran. Sage ich immer. Aber ich habe zumindest nicht gebremst, glaube ich. Ich glaube, das mache ich nochmal. Was? Ich muss eine Bestleistung erzielen. Jo, moin. Gute Nacht, schöne Gegend. Bam, bam, bam. Hey, warte mal, 2? Warum ist der jetzt bei 2? Achso, es geht weiter. Es geht nochmal downhill. Bin ich einfach eine andere Person imaginär oder? Warum sollte ich das Ganze nochmal so schnell abfahren? Ja gut, dann mach halt keinen Stunt. Ist mir auch egal. Lass doch ab. Ich dachte, ich lieg schon wieder. Bam, bam, bam. So, ich glaube, hier kann man gleich mal jetzt hier Gas geben. Zack, dreht durch, Junge. Ja, vielleicht so nicht. Ich
habe halt beim ersten Mal so viel Zeit verloren. Das ist unglaublich. Ja, spiel einfach mit Bande. Warum denn auch nicht? Ah, guck mal. Finish. Glückwunsch. So, also. Wir machen jetzt etwas, was für die Wissenschaft ist und niemals zu Hause nachgemacht werden sollte. Ja, lehn dich ruhig ein bisschen. Mann, das hat er nicht überlebt. Warum? Ja, gib Gas. Hopp. Ja, genau. Auch das bitte nicht nachmachen. Die Geräusche dazu. Ja. Gut. Da haben wir mal kurz unseren Spaß gehabt. Oh nein, muss ich hier was machen? Willkommen im Camp Curry. Überwinde alle Hindernisse auf dem Kurs und meistere die Ausweichmanöver. Warum sollte ich das machen? Wie zum Teufel? Kann ich mich irgendwie zurücksetzen? Ja, danke. km/h. Das nennt sich Schrittgeschwindigkeit übrigens. Und so viel müsst ihr in der Fußgängerzone oder Spielstraße fahren. Kurz an die Autofahrer. Zumindest wenn ihr euch an die Geschwindigkeit haltet. Du hast nicht versagt. Du hast eine Erfahrung gemacht. Nächstes Mal schaffst du's. Ich hatte Zeitlimits. Wer kam denn auf die dumme Idee? Nein. Ich mach nochmal neu. Eine Minute. Okay. Ja, weniger Animation zeigen, mehr mich zurücksetzen. Oh, ich hab's geschafft. Puh. Ja, nee, mach mal. Das war, boah, verdiente Credits. 1000. Nur. Möchte ich immer sagen. Aber 5 Sterne. Ich sag gar nichts. Das hat sich gelohnt. Ich hätte gerne nochmal das Red Bull Event, das was ich mal gemacht habe. Oh, wir machen jetzt das Red Bull Event. Das war cool. Klar, dafür darf ich ganz häufig jetzt Red Bull sagen. Aber wenn Events auch cool gemacht sind, auch Partner-Events, dann passt doch alles. Aber was mache ich denn dann? Ja gut, wenn ich mich verfahre, habe ich ein Problem. Aber ich kenne ja eigentlich die Strecke. So, ich bin mal gespannt, wann die Kollision aktiviert wird, weil anscheinend von Anfang an ist die gar nicht aktiv. Das ist auch neu für mich. So, hier war ich ja schon Erster. Diesmal bin ich Dritter. Ey, wenn der mich wegdrängt, ist aber ganz schön fies. Aber ich muss ja gar nicht Erster werden. Ich muss eigentlich nur über die Ziellinie heil kommen. Mit einer guten Geschwindigkeit. Und, ah doch, ich muss Top 3 werden, gell? Hilfe. So. Lieber nicht so viel Risiko eingehen. Ich darf nämlich nicht zurückspulen. Aber ich glaube, die KI macht absichtlich ein, zwei Fehler. Hier komme ich aber auch nie auf die Geschwindigkeit anscheinend, die ich brauche. Ich glaube, ich muss auch mit Boost durch die Ziellinie. Weil ich glaube, sonst da dran zu kommen wird schwierig. Das war schlecht. Aber ich bin Zweiter. Dritter. Das passt da, ja. Ich muss ja nur Dritter werden. Mehr muss es gar nicht sein. So, jetzt kommt der große Fall. Ach, hier habe ich die 370-Grad-Drehung wahrscheinlich ja gemacht, gell?
Das ist erlaubt. Das ist nicht zurückspulen. Bin ich Erster? Ja. Nice. Gut, dass die Profispieler hier so hinten dran sind. Das war richtig schlecht. So, ich baue jetzt Speed auf. Um mit 100 km/h da durchzurasen. So, ich sollte alles... Genau. Sehr schön. Cooles Event. Luftsportkarriere. Sehr schön. Jetzt kann ich, glaube ich, Verschiedenes machen. Düsenjet und hoffentlich auch noch die Fallschirme. Ringsuit. Und Groß-Events. Cool. Gewinne heißt einfach durch die Ziellinie oder gewinne im Sinne von beeil dich mal lieber. So. Benutze den Boost. Jetzt darf ich bloß nicht. Achso, der setzt mich dann automatisch zurück. Das ist ja frech. So, jetzt ist egal. Ich habe das Ding mitgenommen. Verlangsamen LT. Achso, okay. Antriebsboost, ja, LB. Kann ich nochmal neu starten jetzt, da ich weiß, ja, man kann Event neu starten. Sehr schön. Jetzt, da ich die Steuerung weiß, machen wir das. Und zwar in gut. Ja, 9. Was dieses Zurückspulen verursacht. Ich habe mich da schon am Stein gesehen, bin ich ehrlich. Ja, einmal kurz mal nicht hingeguckt. Deswegen, liebe Kinder, bitte auch Augen auf im Straßenverkehr. Ja gut, wir machen es nochmal. So viele Fehler kann man gar nicht mehr ausbügeln. Aber jetzt hoffe ich, dass es was wird. Alle guten Dinge sind schließlich 3. Gut, wir haben zumindest nicht gewonnen. Aber 2 weitere Sterne, die nehme ich mit. Es geht ja schon los. Achso, das ist jetzt Wingsuit. Okay. Ich bin Platz 10. Warum bin ich Platz 10? Beinahe Kollision. Hier haben wir es. Das war das Ziel, gell? Vom Ziel erstmal gefailt. Warum kann der eigentlich einen Fallschirm zünden? 12. ist verdient in dem Fall. Da sind die anderen. Und wir haben den entspannten Song zumindest wieder. Ich versuche mal ganz oben immer lang zu fliegen. Damit, wenn ich das mal nicht schaffe, dass das kein Problem macht. Oh, ich sehe den Fluss. Ja, der kommt jetzt, gell? Someone sensation. Ja, beinahe. Sensation. Die Frage ist halt, ich darf einmal den Modus verwenden. Oder darf ich maximal 2-mal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, hier muss ich den verwenden, gell? Ja, hier muss ich ihn, glaube ich, verwenden. Und ich glaube, öfters muss ich ihn gar nicht verwenden. Ich bin 12. Ach, es geht nach Punkten? Scheiße. Oh. Das war klar. Gibt es noch Punkte für den... ja. Nein, du hättest doch ruhig das Ziel mitnehmen können. Okay, das heißt, das ist egal. Ah, ne, das ist nicht. Welchen Platz ich habe.
Ist nicht egal, gut. Was habe ich denn hier noch? Downhill? Straße? Ja, da sehe ich mich. Ja, also Eiswagen, da sehe ich mich auch im echten Leben. Downhill mit dem Eiswagen. Ist halt meine Haut. So, zack. Wir hängen in ein... Danke, Spiel. Sehr schön, dass du weißt, wer Erster ist. Hacker94 Alex. Ja gut, ich sollte mit meinem Namen vielleicht auch nicht unbedingt hier sagen, dass die Namen schlecht gewählt sind, gell. Habe ich eigentlich schon mal erklärt, wie meine zustande kam? Könnte ich eigentlich mal machen. Aber nicht heute. Nicht heute, so komm. Hier nur nicht zu schnell sein. So mein Geheimtipp. Die sind halt so nah aufeinander. So, hier bloß keinen Stunt machen. Ja, dann kann man hier nochmal beschleunigen. Hacker Alex, lass mich mal. So. Dann hier. Und hier nochmal Gas geben. Komm, wir sind Erster. Ja. Ich glaube, damit kriegen wir jetzt mindestens, genau, 4 Sterne. Lande ein RIP. Keine Ahnung, was ein RIP ist. So, zack. Hier runter geht's. Sag mal, suchst du einen Nervenkitzel? Nee, ich suche erstmal meinen Weg. So. Und jetzt? Zack. Nein. Nein, 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 nein. Zurück. Zurück. Und jetzt? Fahr. Nein, aber nicht das. Nimm mal das Downhill. Leute, wir können erstmal ein paar Stunts machen. Wir haben ja Zeit, gell? So farmt man Punkte und nicht anders. Ah, jetzt hab dich mal nicht so. Also, bei der Entfernung hätte man auch stehen bleiben können. Okay, dann machen wir hier Schluss. Ich, werde einfach auf den Endscreen switchen, gell?